Nicht zum Abschluss des heutigen neuen Tages. Jetzt ab für Freitschein! Freitschein verkauft! Freitschein! Mario Fürth, wer kommt wieder hoch? Nochmal eine Gruppe, drei Rennfahrer. Und die 148. Besondere Glückwünsche an den Sieger Raphael Freinstein vom Team Koda Rocker. Also von Anfang an hatten wir eigentlich geplant gehabt, dass wir in der Spitzengruppe vertreten sind, dass direkt vier Mann gehen und ich drin war. Das war, hat sich so ergeben. Ich denke, wir waren mit der Situation zufrieden. Meine Teamkollegen konnten bis dahin erstmal im Feld die Beine hochnehmen. Wir haben vorne super harmoniert. Ich habe eigentlich sehr lang nicht daran geglaubt, dass wir durchkommen, weil es ja doch ein langes Rennen und hinten raus hat man dann doch gemerkt, ich glaube nach 80, 100 Kilometer hat der Erste dann schon nicht mehr können von Oberhausen, der Johannes Meyer. Am Ende hat dann der Lauren Winter Krämpfe bekommen, deswegen war es dann extrem schwer, sage ich mal, auf den letzten 40 Kilometern noch zu zweit gegen die Verfolger gegenzuhalten, weil da haben wir dann nochmal Druck gemacht und super erleichtert, dass wir durchgekommen sind und dass sich die harte Arbeit jetzt entlohnt hat mit dem Sieg. Und ja, aber so ist das manchmal, dass man direkt anfangen in die erste Gruppe geht. Man hätte es wahrscheinlich nicht vorhersagen können, dass vier Mann fahren und die durchkommen oder drei Mann davon. Aber so ist das Schöne beim Radrennen. Man kann das vorher nie so vorhersagen. Koda ist auf einmal ziemlich schnell von hinten nach vorne und ich habe halt gemerkt, das geht nochmal zu und war dann halt auch vorne vertreten und habe dann halt auf eine gute Situation gewartet, nachdem es wieder zum Zusammenschluss kam und bin dann weggefahren, 6 vor Ziel ungefähr, das war sehr schwer. Ich habe fast nicht gedacht, dass ich es packe, aber dann kamen ja zwei noch von hinten, mit denen habe ich es ja gerade so noch gepackt, dann ins Ziel zu fahren. Ja, ich war alleine hier gewesen. Für mich war es eigentlich unrealistisch gewesen, irgendwie mich hier vorne zu platzieren oder in den ersten 10 bis 15. Also das wäre schon ein Wunder gewesen, mich da zu platzieren. Ja, ich bin auch hier gewesen, weil der Merse halt hier vor 2 Jahren schon stark gefahren ist. Und da habe ich mir gedacht, dass ich meine ganzen Qualitäten weiterreiche und ihm so gut wie möglich helfe. Und dann ab Runde 8, also drittletzte Runde, ging es dann auch los mit den Attacken.
Der Mers ist gegangen. Ich habe kurz gezögert. Ich dachte, vielleicht wartest du noch, aber es kam halt keiner mit von seinen Teamkollegen. Auch keiner von den beiden Backers und von Tobi. Und dann bin ich halt mitgegangen. Und ja, die Gruppe lief einigermaßen flüssig zu Beginn. Die Gruppe war vielleicht zu groß gewesen, weil nicht alle mitführen konnten. Ich konnte auch nicht jede Führung mitgehen, muss ich zugeben, weil das Tempo vorne doch enorm schnell war und Radnet und Heizomat halt richtig Tempo gemacht haben. Und dann hat der Ackermann halt nachher eine Gruppe ständig attackiert und hat halt für Rhythmuswechsel gesorgt. Die haben mir halt nachher den Schuh gezogen und ja, schade, dass die Gruppe vorne mit Mersen nicht durchgekommen ist.